So, guck mal, Kumpel, snipern kann ich auch. Ah, der Trogetwerfer! Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder eine wunderschöne gute Nacht. Und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry mit dem Sahne-Windbeutel, Schokomuffin, Donut, was weiß ich, Platte Wellenstein. Wellenstein, ja. Wellenstein, ja. Hallo, du Buttercreme-Törtchen. Ja. Wir sind einfach Bloody Hinkelstein. So, fertig. Genau. Weiter geht's. Ich glaube, das sollten wir als Marke etablieren. Absolut. Ach, der war gar nicht echt. Frech! Hä? Ach so, was bist du denn? Okay, der war echt. Pronghorn heute. Sollen wir jetzt hier uns auf die Lauer legen oder was? Ich weiß es nicht, aber vielleicht kommen die hier irgendwann mal vorbei. Vielleicht müssen wir jetzt alle drei Gegenden abgehen, um gucken, ob da so ein Horn rumhornt. Weißt du? Vielleicht sind die alle horny. Okay. Aber ich sehe hier keine Bronkhörner. Ich weiß halt nicht mal, was das ist. Okay, das war ein Schwarzbär. Das war schon mal kein Pronghorn. Lass uns zum nächsten Werk, zum nächsten Gegend, Gingsdingens, Bummenskirches, ja, Kinder. Und, ach, die ist da hinten. Ja, okay, let's go. Was knurrt mich hier an? Er du bist auch kein Pronghorn. Ja, ich weiß, ich habe ihm einen Schuss in den Hintern gejagt. Aber solange es kein Pronghorn ist, will ich es nicht haben. Oh, Mann! Hier ist echt viel Wildleben, ne? Ja, vor allen Dingen, die hat den gerade einfach gespawnt. Aua! Ruf doch mal unser Bärchen wieder. Da kommt unser Teddy. Unser Teddy schützt uns bestimmt jetzt vor dem ganzen Wildleben. Ja, bitte. Cheeseburger. Bester Bär aller Zeiten. Ich glaube halt wirklich irgendwie... Oder ist das... Warte mal, hier hängt irgendwas. Aber das ist doch kein Pronghorn, oder? Nee. Nee. Wie kommen wir jetzt da hoch? Hä? Wie kommen ich wir denn ahne, da hoch? Dass wir von da hier drüben hoch müssen. Ah. Mit das einer ist natürlich Seilrutsche. Eine Seilrutsche? Ja. Gibt es hier auch einen Gebietsschutzblock? Nein, aber Geschossspitzen. Geil. Und ein Pornomagazin. Jetzt haben wir immer noch keine Prunghornhaut. Die Quest verwirrt mich hier, ne? Oh, da oben ist Action. Ja. Ich habe mich mal wieder mit den falschen Leuten angelegt hier. Ach, Mann. Schuss. Oh, dann haben wir den gleichzeitig erwischt. Ja, auch schön. Ich mag das. Ja, der ist auf jeden Fall ganz tot. Genau, Double Tap und so, das haben wir doch schon bei Zombieland gelernt. Mhm. Sektenbericht. Der Funkturm ist voll funktionsfähig. Das Wort wird mit einem klaren Signal verbreitet. Ich wünschte, mehr Sünder würden ihn auch zuhören. Ein paar kamen vorbei, um den Turm auszukundschaften. Ich habe sie fürs Erste verscheucht. Mir gehen die Vorräte aus, werde den Posten bald verlassen müssen. Bitte vielleicht um Unterstützung. Für den Vater. Aber nur vielleicht. Ja, was ist das denn hier für ein Blödsinn? Aber lass uns Pronghörner jagen gehen mit dem Hubschrauber. Ja, komm. Ist mir jetzt auch egal. Ich steig ein. Schwupp. So, wo wollen wir jetzt hin? Ist mir völlig egal. Was dann haben wir denn noch für Quests? Ich guck mal, ja? Guck mal da hinten. Erlösung. Erreiche das Elend. Ich hätte jetzt die Tierpräparation gemacht. Ja, okay, dann gehen wir da hin. Oder Erlösung, wo ist Erlösung? Das ist hier. Okay, dann da. Oh, gut. Dann können mich die Pronghörner jetzt mal gern haben. So, was ist das da? Eine Sektenunterkunft? Möglich. Oh, das sieht cool aus. Wollen wir da mal kurz Hallo sagen? Ja, Kloster! Ja gut, dann müsstest du nochmal landen. Hier sieht's doch gut vielleicht aus, oder? Nicht so im Bliss, aber ja, okay, dann halt doch im Bliss. Es gibt hier fast keine blissfreie Zone. Das ist auch schön, ne? Blissfreie Zone. Wer hat denn uns jetzt schon entdeckt, bitte? Aua!
Da hinten. Ach, da! Die wollte mich über den Haufen fahren, die dumme Bitch. Die schnapp ich mir. Die gehört zu uns? Die dumme Bitch da, nee. Nee, die jetzt hinterher rennt. So. Die fährt mich nicht mehr über den Haufen. Okay, Alarm ist auch schon wieder hier. Ach. So, warte, Granate. Was? Verstärkung aus nördlicher Richtung? Ach, guck mal da. Ja. Ja, aber die kümmere ich mich dann wieder. Ha! Tada! Ach, Mist. Cutscene. Schubidubidu. Schubidubida. Erstmal das Kloster ja abgerettet, ne? Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir wunderprächtig gemacht. Ah! Okay. Ja, Sekten. Klar mache ich einfach weiter so. Was hast du denn gedacht, Mädchen? Aber wir räumen hier mal auf, mal so ganz dezent. Richtig, ja, dann kannst du jetzt schon weitergehen. Ja, das ist gut, aber unser Schubhobby ist weg. Wir können aber hier, glaube ich, irgendwo einen neuen rufen. Ja, hier, bei mir. Sehr gut. Ist keine Quest, oder? Ist dieses Sternchen eine Quest? Geh mal kurz gucken. Ich rufe uns dabei den Hubschrauber. Doch, ist eine Quest. Ist eine Quest? Sehr gut. Dieser Ort war ein wichtiger Teil dieser Pilgerreise. Jetzt gehört er wieder uns, aber sie werden ihn zurückhaben wollen. Wir haben erfahren, dass viele von ihnen herkommen. Wir müssen die Stellung halten. Oh nein, Stellung halten. Es gibt auch ein Geschütz und ein bisschen Kampfspielzeug da drüben. Machen wir uns bereit. Ja, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall noch hier bleiben. Alles klar. Das wird vielleicht Spaß haben werden. Ja, korrekt. Ja. Du hast schon zu viel Bliss in deinem Kreislauf. Aua! Oh, holy shit. Burger, du warst gerade kurz im Weg. Cheeseburger, du bist schon wieder im Weg. Eng! Jawohl! Und Tontauben schießen! Wunderbar. Ich habe keine Munition mehr. Doof. Oh! Ich hole mir hier noch ein bisschen was. Nein, tue ich gar nicht. Was für ein Tag, um dieses Aufwachs zu hören? Okay. Westen, okay? Okay. Oh, da hinten. Mhm. Was? Amerika! Da geschrien. Richtig schön. Ah, da kommen die nächsten. Wo will er denn hin? Ja, ich habe hier so ein kleines Geschütz. Also ich guck mal hier, dass ich so ein bisschen... Ah, schön. Aber ich kann halt leider nur Richtung Norden gucken. Und hier ist ein Dach im Weg. Es kommt Verstärkung aus dem Süden.
aus. Wie krass dieser Bär ist. Ja, der Bär ist krass, ne? So, guck mal, Kumpel, snipern kann ich auch. Ah, der Trogetwerfer! Wer, wo, wann, warum? Niemand mehr, schon erledigt. Okay, oh, Hubschrauber. Oh nee, ich hasse Hubschrauber wie die Pest, ne? Kaputter Hubschrauber. Sehr gut. Hoffentlich fällt er mir nicht auf den Kopf. Ich hab immer dieses Glück. Aber nee, hier ist irgendwo noch einer, glaube ich. Ja, danke, da bin ich gerade erwischt. Mist, ich hab dich richtig getroffen. Kannst du mich aufsammeln? Ich Ja, auf dem Dach. Ich schau mal, wo du bist. Auf dem Dach! Auf dem Dach. Bäm! Na guck mal, da grinst er mich wieder an. Oh, schön. Ja, so muss das. So, ist der Heli noch da? Oh, das ja. Sind drei. Oh Gott. Einer weg. Zweiter weg. Ich sehe halt nicht mal. Ach, da. Dritter weg. Ich bin jetzt wieder tot. Okay. Ich lieg wieder auf dem Dach. Ich kann gerade nicht. Ich warte aber kurz. Ich komme sofort. Ich klammere ein bisschen. Ja. So, jetzt müsste es kurz gehen. Ich habe halt gerade mal drei Helis vom Himmel geholt. Ja, passt doch. Fand ich gut. Guter Schnitt. So, wer hat denn jetzt gerade auf mich geschossen? Niemand mehr, ne? So, jetzt gehe ich mal eben Bärchen retten. Ja, guck mal, Cheeseburger. So, jetzt geht's dir wieder gut. Ja, war nur ein Kratzer, ne? Hast nur gedacht, du wärst tot. Das kann schon mal passieren. So. Dann hätten wir das hier auch befreit. Ja, coole Sache. Quest erledigt. Ja, safe. Dann können wir jetzt wieder weiter in die Richtung, in die wir eigentlich gehen wollten. Ich hab uns mal noch einen Schrubi. Ja, ich bin schon da. Ich dachte, ich hole uns mal einen neuen Hubschrauber her. Wunderschön. So, wo müssen wir jetzt lang? Ja, genau. Schön. Die sind rausgeflogen sogar. Hast du es gesehen? Gefällt mir. Das war lustig. Da rechts ist noch was, noch so ein Chateau. Ja. Wollen wir da mal hinfliegen? Ja, klar. Ich würde da ungern direkt so reinfliegen. Das ging bisher nie gut aus, wenn wir das gemacht haben. Ja, okay. Ist da überhaupt einer? Ich sehe auch keinen. Doch, wohl. Da, jetzt hast du sie aufgescheucht. Ich kann halt auch im Heli meine Waffe nicht wechseln. Dementsprechend bin ich hier gerade sehr hilflos. Na gut, komm, ich lande mal. Ja, wunderbar. Hilfe ist unterwegs. Ich zeig euch jetzt mal, wie ich euch helfe. Aber das sieht nicht nach einem Sektenaußenposten. Doch. Doch. Ah, Arschgesicht. Ja. Granate. Sehr schön. Cheesy regelt. Was hat er denn jetzt hier? Verstärkung, wenn ich das so richtig höre. Ja, soll kommen. Denke ich mir auch immer. Cheesy regelt. Wir haben ein Cheesy. Die müssen doch sehen eigentlich, dass ihre Kollegen hier der Reihe nach umkippen. Das sind ja auch keine Angels gerade. Sehr gut. Schnauze, ich plündere hier gerade. Verdammt, der hat ein Sternengewehr auf dem Dach. Mach Mist. Oh, bist du down? Ja. Mal wieder. Ja, passiert. So, guck mal. Cheat happens. Yes. Ach, bist du halt mich wieder erwischt, der Arsch. Die Arschkrampe. Wo bist denn du? Ach, da. Wo
Ja, ich lieg hier mal so ein bisschen rum. Nee, wollte gerade sagen, ich hab dich aufgehoben. Ja, du hast mich, Wer brüllt denn hier noch? Da brüllt hier noch einer. Halt, brüllte. Ich meinte natürlich, brüllte. Er kniete hinter dem Auto und dann kam ich um die Ecke. Hä, hey, ich hab den erwischt. Ich kam trotzdem um die Ecke. Da sind aber noch... Ah. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn mit dir schiefgegangen, hä? Ach genau, Cheeseburger. Ha, geil. Oh, schön. Oh, in dieser Folge läuft's aber gut. Der Fall mit dem ist so schön in Slow Motion so. Ja. Hi, Kumpel. Jo, hey. Peace, Bruder. Ich finde das auch schön, dass die alle scheinbar irgendwie aus ihren Hasenlöchern gekrochen kommen, sobald wir hier ein Gebiet befreit haben. Gute Arbeit bei der Befreiung des Hot Springs Hotels, Rookie. Jetzt können wir das alte Gebäude als Unterschlupf nutzen, auch wenn die meisten Leute sich das zweimal überlegen werden. Manche behaupten, es wäre ein Spukhaus. Ach bitte. Aber ich habe auf solchen Quatsch nicht viel gegeben. Ja, ich auch nicht. Machen wir weiter so, Rookie. Wird gemacht, ja, komm, Sir, hier. Wird gemacht. Was hast du? Ich habe was zu lesen. Rede mit mir. Schmutziger, zerknüllter Brief. Du bist nicht die erste, Selina. Du bist nicht die erste Frau, die er benutzt und dann weggeworfen hat. Jahrelang habe ich gehört, dass diese Faith Seed so groß wie ihr Bruder ist und schwarzes Haar hat. Sie sei nicht zu übersehen. Und dann sah ich dich letzte Woche in einem ihrer Trucks mit blondem Haar, das im Wind wehte. Und ich habe gehört, wie man dich Faith nannte. Er glaubt, dass er dich einfach austauschen kann. Als ob du keinen eigenen Willen hättest. Gott weiß, wer du bist. Und ich weiß es auch, Selina. Ich liebe dich. Verlier dich nicht in dieser Geschichte. Okay. Ja. Hat sie wohl getan. Davon ist schwer auszugehen. Oh, Schloss knacken. Das mache ich doch mal. Genau. Mach mal. Ich mache. Und? Offen. Schön. Ah, ein Schlüssel. Okay. Ja, mach ich. Da ist doch was zu lesen. Willst du das in der Zwischenzeit mal vorlesen, hier auf dem Schränkchen? Ich lese mal. Sektennotiz. Der einzige Geist, an den ich glaube, ist der Heilige Geist, okay? Wenn es Geister in diesem Hotel gäbe, wären es heilige Geister, die uns beim Kampf am Hellbane River helfen würden. Ich schwöre beim Vater persönlich, wenn noch einer von euch wegen die komischer Geräusche im Hotel herumjammert, schicke ich ihn zurück zu Faith und lasse ihn neu einteilen. Angels haben keine Angst vor Geistern. Und Angels können wir nie genug haben. So, aber eine Quest haben wir hier auch noch zum Annehmen. Ist denn niemand hier, der uns helfen kann? Doch, wir sind doch hier, Mann! Bist du erstklassig losgeworden. Vielleicht kannst du mir auch noch bei was anderem helfen. Vielleicht. Halt mich nicht für verrückt. Vielleicht habe ich aber auch keine Lust. Das ist ein irrer Bär in Lydias Höhle. Die Sekte hat wohl ihre Drogen eingesetzt, um ihn in eine lebende Superbärenwaffe zu verwandeln. Hat nicht geklappt. Und jetzt ist der Fall. Er ist wirklich böse und echt stark. Hey, wir haben auch einen Bären. Leute losgeschickt, ihn zu töten, aber keiner kam zurück. Ich hoffe, du schaffst es, uns von dem Viech zu befreien. Klar. Bevor er noch mehr Menschen tötet. Nichts leichter als das. Der Judge-Bär. Na dann. Der Judge-Bär. Wir haben den Heli. Mit dem können wir auf Bärenjagd gehen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich so noch einsteigen kann. Ich hoffe. Ja, geht. Gut. Perfekt. Oh, warte mal. Ja, ich warte und du hängst im Baum. Ist auch gar kein unangenehmes Geräusch. Ich glaube, ich habe gerade nicht weg. Ah, jetzt. Ah, du willst den Truck kaputt machen, ne? Sehr schön. Aber es ist ein Depot-Dingens, ne? Oh. Okay, ich. Wieso ich zurückziehen? Was ist los mit dir? Ach, du willst zur Quest? Okay. Ja, ich will es mal zur Quest. Ach, Höhle scheinbar wieder. Oder? Mhm. Ja, da wird der Bär wohnen. Oh Gott. So, wo parken wir denn jetzt mal unseren Hubschrauber? Ja, hier vorne so, ne? Ja, da. Guck mal, hier haben wir dann gleich noch ein paar Leute zum Umlegen. Wow, okay.
Plung, plung. Die wollen wegfahren mit dem Auto. Sie wollten wegfahren mit dem Auto. Sie wollten, ja. Haben wir denn hier jetzt noch jemanden? Nee, eigentlich nicht. Oh, ich bin schon wieder zu nah an dem Bliss. Nee, 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 nee. Ist das hier schon wieder... Ja, ja. Oh Gott, Drogengebiet. Ach, cheesy. Aber hier ist nichts mehr. Jetzt nicht mehr. So, wo sollte jetzt dieser komische Bär sein? Da oben. Ja, da oben. Töte den Judge-Bären, aber ich will nicht. Der macht mir Angst. Da, 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 da. Bist du hinter mir? Fast. Nein, noch nicht. Jetzt. Oh, ich will das nicht. Da ist er. Wo ist er? Hier bei mir. Aua! Aua! Ey, du Sackgesicht! Aua! Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Das war er doch noch nicht. Nee. Boah, dann sollen wir kurz aus der Höhle rausgehen hier, ne? Ich bin hier. Es ist furchtbar hier drin. Aber wo ist denn der Arschbär? Hier oben. Ach so. Hä? Der Bär ist ein Frettchen? Ja, viel Fraß. Schön, dass die da oben ganze Zeit Granaten auf uns werfen. Das war ich. So, Bär ist down. Geil. Junge, Junge, Junge. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Wunderbärchen der quasi. Ja schon, der ist ja schon oh, ein bisschen anstrengend. Ich will hier raus. Oh. Das war doch ein wunderschöner Abschluss für diese Folge, finde ich. Haben wir ja. Schön gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Übrigens. Ja. Da hinten ist ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber? Ja, und der hat uns gesehen, Jan. Oh, sehr schön gemacht. Sehr schöner Schuss. Ich hab den getroffen? Ja, geil. Ja. Yep. Ich hab aber sowas von. Durch die Bäume ins Nichts geschossen, quasi. War sehr gut. Sehr, sehr schön. Das war ein wunderschöner Abschluss für diese Folge. Von daher bedanke ich mich wieder bei euch allen fürs Dabeisein. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge Far Cry 5 wiedersehen. Far Cry. Tschüss. Ciao.